Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar, die häufigsten Fehler im Umgang mit Expert Advisor. Ich freue mich, dass wir das Webinar heute zusammen mit David Varney veranstalten können. Und an der Stelle mal einen schönen guten Abend, David. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Sehr gerne übergebe ich jetzt gleich den Bildschirm an David. Allerdings müssen wir uns den Risikohinweis kurz anschauen, denn dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Unabhängig vom Inhalt heute Abend müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Gut, dann, lieber David, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm und wünsche natürlich viel Spaß. Vielen Dank für deine Einleitung. Perfekt. Dann stelle ich das noch kurz bei mir ein. So, den richtigen von den 5000 Bildschirmen auswählen. Habe ich gemacht. Super, ja. Dann vielen Dank, Nelson. Und auch von mir einen schönen guten Abend in die Runde. Guten Abend, Nelson. Schön, dass wir wieder gemeinsam hier vertreten sind zu unserem Lieblingsthema natürlich, und zwar dem Algo Trading. Da gibt es so viele Themen oder Unterbereiche, worüber man reden kann oder zum Teil auch muss. Und heute haben wir mal wieder ein Muss-Thema, aber eins der wichtigsten eigentlich, finde ich. Das ist so ein zusammengesammeltes Webinar, sage ich mal, an Erfahrung, die ich selbst in den letzten Jahren gesammelt habe, die ich oder wir auch mit der Zusammenarbeit mit unseren Tradern, mit unseren Kunden gemacht haben. Und das finde ich eigentlich extrem wertvoll, diese praktischen Erfahrungen. Also ich rede heute nicht von riskieren Sie maximal 0,5% und den ganzen Standardkram, was wir aus der Theorie kennen, sondern wir wollen uns mit den wirklichen praktischen Erfahrungen beschäftigen und uns mal mit den größten Fehlern im Algo-Trading oder generell im Umgang mit Expert-Advisern beschäftigen. Klingt eigentlich ein bisschen merkwürdig, weil wir uns natürlich fragen sollten, wir haben hier einen Roboter, wir drücken eigentlich nur auf Start. Was kann man da falsch machen? Also ich könnte natürlich falsch klicken, 2 Zentimeter zu weit links klicken und der Handel startet nicht. Ja, vergleichbar ein bisschen mit unserem Rasenmäher-Roboter. Was kann ich da schon groß falsch machen? Oder unserem Tesla, wenn ich da auf Autopilot stelle, dann drücke ich einfach nur an oder aus. Das würde man wahrscheinlich auch beim Algo-Trading denken. Aber die Praxis sieht da ganz anders aus. Und ich sage es immer wieder gerne, man schafft es sehr, sehr schnell, obwohl man ein profitables System hat. Egal, ob selbst entwickelt, gekauft, programmieren lassen, wie auch immer. Man schafft es relativ schnell, ein profitables System so zu, ja, ich will nicht sagen verstellen, aber man schafft es, damit Geld zu verlieren. Und das ist gar nicht so schwer, sondern relativ einfach. Und genau mit diesen Themen wollen wir uns heute beschäftigen in den nächsten Minuten. Mal schauen, wie lange wir heute brauchen. Ich habe mir lange überlegt, welche Punkte ich rannehme. Ich will das gar nicht heute irgendwie künstlich in die Länge ziehen, sondern möchte wirklich auf die wichtigsten Punkte konzentrieren. Auch wieder keine PowerPoint-Folien vorbereitet, also kein betreutes Lesen für heute. Das können wir uns sparen, sondern wollen wir direkt mal auf die Punkte direkt eingehen. Ich habe mir so die 8 größten Punkte mal rausgesucht. Ich habe es die letzten Tage überlegt, was sind eigentlich wirklich die größten Punkte? Es gibt an sich unendlich viele Punkte, was man so falsch machen kann, aber wir konzentrieren uns mal auf die größten und auf die 8 teuersten Punkte überhaupt. Könnten in der Zeit sehr gerne. Ich habe immer die Fragebox noch auf. Sie können gerne ja mal so ein bisschen von Ihren Erfahrungen berichten. Vielleicht haben Sie selbst schon mal erwischt, welchen Fehler haben Sie gemacht und dadurch Geld verbrannt in Bezug auf Algo Trading, also bei der Benutzung von Expert-Advisern. Haben Sie da irgendwelche mal getestet, entwickelt oder einfach mal rumprobiert und selbst gesagt, ah Mist, hier habe ich ganz klar was falsch gemacht. Vielleicht kann ich meine Liste ja noch für das gleiche Webinar in 1, 2 Jahren noch mal ein bisschen erweitern um die Punkte. Würde mich auf jeden Fall interessieren. So lernen wir alle was davon und ich kenne auch noch nicht alle Problematiken oder Möglichkeiten, um Geld zu verlieren, trotz profitabler Systeme. Gut, schauen wir mal eigentlich. Was ist so der größte Punkt? Und wie gesagt, das ist kein Punkt, den ich mir in der Theorie ausgedacht habe, sondern es ist wirklich das, wo wir in der Zusammenarbeit mit unseren Algo-Tradern
Kunden das so herausgefunden haben. Und zwar ist das Punkt 1, die falschen Erwartungen. Ich habe, was weiß ich, viele haben einfach falsche Erwartungen an ein System. Ne? Die holen sich ein System, packen das. Es ist relativ schnell gemacht natürlich. Ne? Mal gucken. Die Monitorauflösung ist sehr speziell. Ja. Ich habe einen Ultra-Ultra-Wide-Speed-Monitor. Ich gucke nochmal, ob ich die noch weiter runterschrauben kann, ob das dann für alle sichtbar ist. Aber ich glaube, das wird immer relativ weit gezogen. Ich probiere es noch einmal kurz. So, ist das so von der Auflösung ein bisschen besser? Ich weiß, oben und unten wird wahrscheinlich ein schwarzer Rand sein, den kann ich nicht beheben, aber vielleicht ist das von den Texten her besser zu lesen. Dann können wir mal reinschreiben, wie das aussieht. Also ich kann alles soweit lesen hier, aber müssen die Teilnehmer am Ende entscheiden. Ja. Ja, perfekt. Super, dann können wir es besser lesen. Genau, die Erwartungen, das ist so Punkt 1, wo wir eigentlich immer Geld verlieren. Der Start ist relativ einfach. Ich meine, ich habe hier den FX-Wert MetaTrader 5 einfach mal. Egal, wo wir jetzt den IAA her haben, wir klicken hier einfach, ziehen ihn einfach auf, sagen ja, aktivieren, stellen hier ein bisschen Volumen ein, klicken auf OK und es geht los. Und dann haben wir ja eigentlich die Erwartung, dass wir dadurch schon über Nacht reich werden. Ich weiß, das ist so ein oder andere Verkaufsargument von dem einen oder anderen, ja, von einer Person, ein Netzwerk oder was auch immer da draußen, aber die Realität sieht mal nicht so aus. So die klassischen Anfragen, wenn wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, die leider sehr, sehr oft bei uns auch ankommen, sind beispielsweise wie: Ich habe 500 €, möchte davon 200 € auf mein Konto packen, 300 € für ein System ausgeben. Was kann ich dann irgendwann damit verdienen? Sondern die Erwartungen sind jetzt nicht, die Erwartung der Antwort von den Leuten ist halt nicht, dass ich jetzt sage, naja, rechne das prozentual. 2 € im Monat kriegst du da vielleicht bei rum, ohne jetzt anfangen zu zocken. Das ist nicht das, was die Leute erwarten, sondern da sind oft die Grunderwartungen, dass ich mit 500 € oder 200 € auf dem Konto, dass ich da 500, 600 oder 1000 € im Monat mache. Das ist, denke ich mal, in dem Beispiel ein bisschen extrem. Da denkt man sich relativ schnell, dass das nicht passt. Aber selbst wenn wir ein bisschen größeres Konto haben, wenn wir ein Konto mit 10.000 € haben, sollte ich nicht zwingend erwarten, dass ich jetzt meinen Hauptjob kündigen kann und davon jetzt leben kann, von den Erträgen. Das ist eigentlich eine einfache eine prozentuale Aufstellung, die wir hier durchführen können. Ich meine, ich habe 10.000 € auf dem Konto. Was brauche ich zum Leben? Wir nehmen einfach mal 2.000 € im Monat. Dann muss ich da monatlich schon meinen 20% machen. Und dann bin ich im Jahr bei gut 240%, die ich erreichen muss. Und dann müssen wir uns die Frage stellen: Schaffen wir das? Unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Wir haben natürlich Ende des Jahres oder auch schon mittendrin noch Steuern. Wir haben auch mal Drawdowns und so weiter, das ist sehr, sehr unrealistisch. Und jetzt ist natürlich die Frage, wieso kommt es dann dazu, dass wir denn diese Erwartung Geld verlieren? Das ist eigentlich nichts, ja, wir können ja erwarten, was wir wollen. Wir können ja denken, dass wir mit unserem 100-Euro-Konto über Nacht reich werden und übermorgen schon den Sportwagen fahren. Aber das Grundproblem dahinter ist eigentlich, dass wir dann dadurch das Volumen einfach viel zu extrem anheben. Also beispielsweise habe ich mein 500-Euro-Konto und ich fange an, den Euro-Dollar mit ein, zwei Lot zu handeln. Ja, ist die Frage, ob wir das mit der Marge hinbekommen, je nachdem, welchen Hebel wir haben. Aber das ist ein Punkt, der uns immer bewusst sein muss. Die Realität oder die Erwartung muss der Realität entsprechen. Habe ich 10.000 € auf dem Konto, halte ich das durchaus für möglich und gar nicht allzu schwer, deine Rendite im Jahr zu erzielen von 3.000 €, also 30%. Und das ist schon sehr, 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 sehr gut. So erfahrungsgemäß sehe ich das auch als machbar mit einem einzelnen Handelssystem. Das ist natürlich immer eine Frage vom Risiko, was wir fahren möchten. Sage ich jetzt, okay, ich bin bereit, die kompletten 10.000 € zu verlieren. Und für mich ist das ein abgeschriebenes Investment. Das ist kein Geld, was ich zum Leben brauche. Es ist wirklich ein Risikokapital, dann durchaus auch mehr. Aber
Wenn wir sagen, das ist unser Hab und Gut, dann ist es natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, wie wir da rangehen sollten und ob wir das überhaupt auf dem Trading-Konto haben sollten. Aber die Erfahrungen müssen immer der Realität entsprechen. Wenn ich also hier rangehe mit meinem 10.000-Euro-Konto, meinen Job kündige und ich erwarte, dass ich da im Monat 2.000 Euro nach Steuern rausziehe, dann werden wir mit dem Thema nicht erfolgreich. Dann werden wir das wahrscheinlich nach 2, 3 Monaten abbrechen und alle anderen, die nicht diese hohen Erwartungen hatten, die lassen das ganze System noch ein paar Jahre beispielsweise laufen, erzielen ordentliche Renditen und kommen dann irgendwann auch an den Punkt, wo der Zinseszinseffekt eintritt und die dann auch solche Renditen erzielen können von beispielsweise den beispielhaften 2.000 Euro im Monat. Also Punkt 1 ist wirklich, das ist, wenn man so drüber spricht, auch jetzt denke ich mir, das ist eigentlich eine relativ einfache Sache, aber wir dürfen nicht vergessen manchmal, je nachdem, wie weit Sie auch in dem Thema sind, ist das für uns entweder ein komplett neues Gebiet, wo wir gar nicht so tief drin stecken, wo wir sagen, okay, stimmt, ist eigentlich richtig, eigentlich können wir es relativ schnell mal ausrechnen, was realistisch ist. Oder wir stecken ja schon relativ tief drin und denken uns, naja, ist doch, also wer ist so doof und hat solche Erwartungen? Ne? Da dürfen wir immer nicht, das ist auch gar nicht wertend gemeint, das ist einfach, je nachdem, wie tief man im Thema drin steckt oder nicht. Ich meine, wenn ich irgendjemanden aus meinem Freundeskreis vom Trading erzähle, die noch gar keine Ahnung davon haben, dann kommen natürlich auch solche Fragen wie, was ist denn, wenn ich jetzt hier 500 Euro raufpacke, wie viel kann ich dann damit verdienen? Das ist ja gar nicht böse gemeint. Der zweite Punkt, das ist eigentlich so ein leichter Übergang von den größten Problemen im Algo-Trading, ob jetzt mit einem Export-Advisor oder ob wir im Ninja-Trader ein Handelssystem haben, spielt natürlich gar keine Rolle. Handelssystem ist, wenn wir so sehen, Handelssystem, die Probleme überall gleich. Aber Punkt 2, das ist das zu hohe Volumen und die, ja, man kennt es auch aus dem manuellen Trading, die Gier, die so ein bisschen zusammenspielt. Wenn ich mal Kunden beobachte, ne, spielt es keine Rolle, ob es ein 2.000-Euro-Konto ist, ein 100.000-Euro- oder 500.000-Euro-Konto ist. Es spielt auch keine Rolle, ob wir da hinten jemanden haben, der ohne Werten zu sein einfach einen ganz normalen Verkäuferjob hat oder jemand, der eine große Autofirma hat oder Geschäftsführer, also was auch immer. Das hat gar nichts damit zu tun. Da sind wir alle von betroffen. Aber es ist die Problematik, dass das Konto kapitalisiert wird. Ein Handelssystem wird gestartet. Am Anfang ist man vom Volumen her noch so, wie wir es vorleben. Also wir schreiben keinem irgendwie ein Volumen vor von AlgoCamp, wenn wir Handelssysteme verkaufen, sondern wir sagen einfach nur, da geben Beispiele oder Orientierungspunkte, wie wir es machen. Und daran halten sich eigentlich fast auch mal alle, weil die Beispiele soweit verstehen und auf das eigene Kapital anwenden können. Aber dann laufen mal 2, 3 Trades überdurchschnittlich gut. Oder wir haben mal einen Monat, wo wir eine Rendite von 30% erzielen. Alles kommt, alles vor. Wir haben positive, extrem positive, schlechte und extrem schlechte Monate. Aber je nachdem, wo wir anfangen, entscheidet das so ein bisschen über unsere Zukunft im Algo-Trading. Wenn wir genau in solch einem Monat anfangen, wir starten damit, haben im ersten Monat 30% Rendite erzielt, dann denken wir uns als neue Person im Algo-Trading, wow, das funktioniert ja wirklich. Ich habe hier den heiligen Gral gefunden. Ich habe jetzt meine 6.000 Euro in einem Monat gemacht. Jetzt drehe ich so richtig auf und erhöhe das Volumen auf das Fünffache und Sechsfache. Das passiert so oft. Das ist einfach, weil die Gier unser Gehirn in dem Moment sofort auffrisst. Da können wir uns wehren, egal was. Es ist egal, was wir für Erfahrung haben. Ne? Deswegen auch das nicht wertend gemeint, aber selbst der größte Geschäftsführer, der mit vielen, vielen Zahlen spielt, wo man denkt, das sollten gewisse Leute eigentlich wissen. Nein, jeder ist davon betroffen und fast jeder tritt auch in diese Falle. Und fängt dann einfach an, das Volumen extrem anzuheben. Und wir wissen ja alle, wir haben immer durchschnittliche Werte. Und wenn wir mal überdurchschnittliche oder also überdurchschnittlich gute oder überdurchschnittlich schlechte Monate haben, dann kommen wir in der Regel immer wieder zurück zum Durchschnitt. Und das ist auch so ein kleiner Denkfehler, den ganz viele haben, wenn ein System, eine Handelsstrategie gerade überdurchschnittlich schlecht performt, dann neigen viele dazu zu sagen, ich mache das aus oder ich starte jetzt gar nicht damit, ich lasse diese Strategie, ich trade das nicht, sondern warte, bis die gute Phase wieder kommt. Und das ist auch ein ganz, ganz großer Fehler, der hier so ein bisschen mit reinspielt.
Eigentlich, es ist keine Garantie, auch keine Empfehlung. Aber wenn wir eine Strategie oder ein automatisches Handelssystem anwenden, was gerade überdurchschnittlich schlecht performt, dann ist das eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um mit dem System oder mit der Strategie an den Start zu gehen. Denn wir kommen wieder zurück zum Durchschnitt. Natürlich nicht garantiert, das ist ganz wichtig. Es kann auch sein, dass es der Anfang vom Ende ist, ne? Dass wir also jetzt eine überdurchschnittliche Performance haben und das nur die Einleitung ist für dieses System funktioniert nie mehr oder diese Strategie funktioniert nie mehr. Das wissen wir natürlich nicht, ne? Da gibt es nie Garantien. Aber das Schlimmste, was hier halt gerne gemacht wird, ist, wir haben eine überdurchschnittliche Performance. Wir beobachten das beispielsweise, schauen immer, naja, ich bin so ein bisschen skeptisch bei dem System. Ich gucke mir mal die Performance-Werte für 2, 3 Wochen an, 1, 2 Monate. Und dann haben wir überdurchschnittliche Performance-Zahlen. Dann steigen wir ein. Und dann kommt es, was kommen muss und eigentlich fast zu erwarten war. Wir haben eine negative Phase, die einfach dazu führt, dass die Gesamtperformance wieder zurück zum Durchschnitt kommt. Das heißt, wir haben beispielsweise im Februar 35% gemacht und im März machen wir dann -20%. Sind wir unterm Schnitt immer noch gut im Gewinn. Aber wir hätten uns hier einfach den Spaß am Algo Trading verdorben, weil wir einfach zum falschen Zeitpunkt eingestiegen sind. Und je nachdem, wenn wir zum anderen falschen Zeitpunkt eingestiegen sind, also zur guten Performance, hätten wir ein extrem hohes Volumen gewählt und dann wäre danach die schlechte Phase gekommen und wir hätten das mit dem doppelten, dreifachen, vierfachen Volumen genommen. Ganz, ganz großer Fehler, kann man fast schon auf den ersten Platz wählen, der Fehler, die die meisten Trader so im Algo-Trading machen. Kommen wir zum Punkt 3. Das ist eigentlich so der Punkt, wo ich mal gerne den Tradern auf die Finger oder auf die Hand hauen würde. Und zwar ist es das manuelle Eingreifen. Ich denke mal, jeder, der von Ihnen schon ein automatisches Handelssystem aktiv hatte, der wird wahrscheinlich früher oder später schon mal ein bisschen eingegriffen haben. Wie sieht das aus, das manuelle Eingreifen? Der Roboter eröffnet eine Position. Wir gehen den Euro-Dollar Long und die Position ist gerade durch eine kurze gute Bewegung. Also die Zahlen kamen raus, der Euro-Dollar ist gerade plötzlich 100 Pips nach oben gesprungen und unser Finger fängt so langsam an zu jucken. Wir sind mit der Maus auf dem X-Button vom MetaTrader und schließen die Position. Und denken uns, ne, habe ich gut gemacht, habe ich Gewinn mitgenommen, besser als wenn die Position wieder zurückläuft. Und das ist so ein schleichender Prozess, da kommt immer wieder mit rein. Dann eröffnet der EA beim nächsten Mal wieder eine Position, die ist ganz gut im Gewinn, wir machen wieder manuell zu. Und wir haben natürlich immer wieder ein Erfolgserlebnis dadurch, weil jedes Mal nehmen wir Gewinn mit, lassen wir meine Position auf, dann läuft die Position vielleicht, nachdem sie im Gewinn war, wieder im Verlust. Und wir denken uns so, okay, irgendwie ist der Roboter ganz schlecht. Ich weiß es ja besser. Und da erreichen uns auch so, so viele E-Mails von unseren Tradern, die immer wieder auf diesen Punkt ansprechen. In der Regel klingen die E-Mails eigentlich ein bisschen, ja, schon ein bisschen verärgert. Und da wird nachgefragt, wie sieht denn eigentlich die Exit-Logik aus? Wieso lässt man Trades, die im Gewinn waren, noch im Verlust laufen? Da gibt es viele Ansichten von. Das Problem dahinter ist folgendes, und das haben die meisten Trader in dem Moment gar nicht, das ist denen gar nicht bewusst. Das meint ja auch gar keiner böse. Man denkt da aber nicht dran. Aber das Problem ist folgendes. Wir sind nicht so klug wie das Handelssystem. Das Handelssystem macht das, was langfristig oder mittelfristig einfach auf Dauer funktioniert oder funktioniert hat. Wir als manueller Trader, wenn ich jetzt hier vorsitze und mir so die letzten Trades angucke und sage, naja, also die Positionen waren immer gut im Gewinn und dann sind sie aber im Verlust rausgegangen. Und wir denken, wir hätten hier eine bessere Einstellung gefunden. Dabei ist es nur eine kurze Momentumaufnahme von wenigen Wochen oder vielleicht von einem Monat. Und denken aber, dass das langfristig funktioniert. Ist es aber in der Regel so nicht. Wenn wir solche Auffälligkeiten haben oder wenn wir sowas entdecken als Trader, dann müssen wir das eigentlich erstmal backtesten. Das heißt, wir müssen diese neue Erkenntnis, die wir haben, im Backtest programmieren
und über Jahre testen lassen und gucken, ist das wirklich langfristig sinnvoll? In der Regel sieht es eigentlich immer so aus, dass wir durch das manuelle Eingreifen wir uns die großen Trades kaputt machen, die dafür sorgen, dass das Konto richtig stark vorangeht. Wir kennen das, oder Sie kennen das wahrscheinlich auch aus dem manuellen Trading. Wir haben viele Trades, die sind so leicht plus, minus, die machen so ein bisschen was im Konto aus und dann gibt es mal einzelne Trades, die bringen das Konto so richtig voran. Und beim Algo-Trading sieht es auch öfters so aus. Wir haben Gewinne, Verluste, die sind so alle im Rahmen und dann flirten wir leicht im Gewinn und dann kommen so ein, zwei Trades, die das Konto richtig stark nach vorne bringen. Und genau diese Position würden wir als manueller Trader dann einfach manuell schließen. Wir sagen, super, 80 Pips nehme ich mit, was will ich mehr? Und der Roboter hätte die Position aber beispielsweise dann laufen lassen bis 200, 250 Pips. Und dadurch machen wir zum Beispiel unseren Durchschnitt kaputt. Das heißt, es kann sein, dass wir durch unser manuelles Eingreifen, obwohl wir jedes Mal immer einen Gewinn mitnehmen, dafür sorgen, dass wir unterm Schnitt im Verlust sind, weil wir einfach nicht mal diese großen Trades haben, die die Verlustpositionen ausgleichen. Denn das kommt auch vom manuellen Trading. Wir neigen immer dazu, die Gewinne mitzunehmen, aber die Verluste, die bleiben in der Regel so lange auf, bis der Broker anruft und sagt, na, hier wird es langsam eng mit der Marge, ich muss die Position schließen und der Margin Call da ist. Also manuelles Eingreifen, das oder die Punkte von eben sind die Top 3 Punkte. Wenn man die schon kennt und umsetzt oder beziehungsweise nicht umsetzt, indem man sie nicht begeht, die Fehler hat man schon enorm viel gewonnen im Algo-Trading. Klingt einfach, ist es aber nicht, weil wir wissen, wie unser Kopf oder wie wir agieren, wenn wir vor dem Chart sitzen und da unser Finger juckt und wir eingreifen wollen oder das Volumen einheben wollen oder. Wir kennen es ja alle. Nicht ohne Grund zocken wir schnell mal unsere Konten hoch oder gegen die Wand. Punkt 4. Wechsel der EAs, wie nenne ich es auch gerne, so das Hin- und Her-Switchen von heute lasse ich den EA laufen, morgen kaufe ich mir woanders ein, dann hole ich mir einen Börsenbrief, dann hole ich mir hier ein paar Signale und so weiter. Dieses Hin- und Her-Switchen, also hin und her, wir kennen es ja, hin und her macht Tasche leer. Das gleiche gilt auch für Handelssysteme. Wir Handelssysteme funktionieren, wenn sie, also aus meiner Sicht, wenn sie solide entwickelt worden sind, immer mittelfristig, langfristig. Das heißt, kurzfristig ist es völlig normal, wenn wir mal Wochen oder Monate lang einfach auf der Stelle treten oder Geld verlieren. Mittelfristig, langfristig, da stecken die Vorteile in soliden Handelssystemen. Wenn wir also dann herangehen und sagen, ich kaufe mir heute ein Handelssystem, beispielsweise von AruCamp. Ich nehme die Starterbox, ich nehme die Moneymaker, was auch immer. Setze es ein, stelle alles ein, es geht los und nach 2 Wochen sage ich mir, naja, jetzt habe ich 40 Euro verloren, 2 Trades gemacht. Irgendwie gefällt mir das nicht, ich suche das nächste. Und dann sind wir wieder auf irgendwelchen anderen Seiten unterwegs oder vielleicht auch auf ganz komischen Seiten unterwegs. Holen uns das nächste System, es läuft wieder 1, 2 Wochen nicht und dann sind wir plötzlich woanders, dann haben wir da eine Werbeanzeige gesehen. Dieses Hin- und Her-Switchen ist extrem tödlich. Was perfekt ist und sehr zu empfehlen ist, ist, dass wir uns ein Portfolio aufbauen. Also wenn wir sagen, ich habe ein Konto von 10.000 Euro beispielsweise und ich lasse da 5 Handelssysteme laufen und gebe jedem einfach so 2.000 Euro davon, jeder mit 2.000 Euro von meinem Konto arbeiten kann, dann ist es ein Portfolio, was wir aufbauen. Das ist so, ich sage mal, die Ferrari-Variante im Algo-Trading, wenn wir uns breit aufstellen. Aber was sehr, sehr viele machen, ist, dass wir einfach immer nur hin und her switchen. Ich habe jetzt hier, das sind nur Beispielsysteme, mein MACD-Sample aktiv, hat jetzt in der Zeit kein Trade umgesetzt, nehme ich raus. Dann starte ich jetzt hier mein Durchschnittssystem, packe das drauf. Nach 2 Tagen gefällt es mir nicht, ich nehme es wieder rauf. Das ist tödlich, dieses Hin und Her. Weil in der Regel können wir genauso ins Casino gehen. Aber wir brauchen schon sehr viel Glück, dass wir da in den 1, 2 Tagen Gewinntrades umsetzen. In der Regel nehmen wir Verlusttrades mit oder greifen da wieder ein oder begehen irgendwelche anderen Fehler mit rein. Okay. Gehen wir weiter zum fünften Punkt. Ich habe es nur so notiert als unseriöse Quellen/Martin-Gell-Systeme.
Martingale-Systeme, ganz kurz zur Erklärung, Strategie kann man das gar nicht nennen, aber die grundlegende Eigenschaft ist die, dass wir immer nachkaufen. Kommt halt aus dem Casino, wir setzen 10 Euro auf Rot, es kommt Schwarz, wir setzen 20 Euro auf Rot, es kommt Schwarz, 40 Euro, 80 Euro, 160, also wir verdoppeln immer wieder das Geld. Und da gibt es auch zahlreiche Handelssysteme da draußen. Ich möchte meinen, über die Hälfte der Systeme haben diese Logik eingebaut. Wir gehen long im Euro-Dollar mit 0,1 Lot, der Markt fällt. Wir gehen nochmal long mit 0,2 Lot, also erhöhen immer wieder unser Volumen und verbilligen quasi immer wieder die Position. Das Gefährliche an diesen Systemen ist, dass wir damit immer, also nicht immer, Garantien gibt es ja nicht, aber sehr, sehr oft, so ein paar Tage, ein, zwei Wochen, das jeden Tag mit Gewinn abschließen. Aber früher oder später kommt der Tag X, wo das Konto geschrottet wird. Martingale funktioniert dann, wenn wir unendlich viel Geld haben. Dann funktioniert das. Aber wer diese Eigenschaft auf dem Konto hat, kann sich ja gerne im Live-Chat hier nochmal melden. Gibt es nicht, ist nicht möglich. Es gibt auch andere Problematiken. Irgendwann können wir kein Volumen mehr handeln, irgendwann gibt es kein Volumen mehr am Markt, was wir umsetzen können. Es funktioniert einfach nicht. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, die nicht mehr so beliebte Wirecard-Aktie. Stellen wir uns vor, wir hätten die Aktie zu welchem Preis auch immer, 200, 150, 130 oder wo auch immer sie noch so stand. Wir hätten sie immer wieder gekauft und verbilligt und verbilligt. Und jetzt stehen wir bei ein paar Euros und hätten sie jetzt nochmal gekauft, nochmal gekauft. Der Weg bis die Gesamtposition, alle Positionen, die wir aufgebaut haben, im Gewinn sind, das dauert ewig. Wir brauchen viel Zeit, viel Geld. In der Regel schaffen wir es nicht, weil unser Konto geschrottet wird. Solche Martingale-Systeme sind extrem schwierig zu erkennen, gerade für Neulinge in dem Bereich, weil keiner schreibt drauf Martingale-System, sondern die haben irgendwelche anderen tollen Namen und wir wissen es im ersten Moment gar nicht und sind angefixt von den Gewinnen, die sehr, sehr oft in den ersten Monaten kommen. Und auch hier unzählige Leute, egal wie wohlhabend, egal wie viel Geld auf dem Konto ist, egal aus welchem Bereich sie kommen, fallen hier immer wieder rauf rein. Und da sage ich mal ganz gerne, diese Systeme kosten auch nicht viel. Die gibt es für 20, 30, 40 Euro. Und gerade bei MQL.com, also auf dem Marktplatz vom Hersteller, vom MetaTrader, das ist ja ein Marktplatz, wo jeder seine Systeme verkaufen kann, gibt es davon viele, viele für wenige Dollar. Das bringt einfach nichts. Also schön anzusehen, aber wir verbrennen damit einfach Geld. Und ich habe ja auch mit in den Punkt draufgeschrieben, unseriöse Quellen. Es muss nicht immer zwingend Martingale sein. Aber es muss uns eine Sache bewusst sein bei der ganzen Sache. Wir vertrauen hier einem Programm, also einem Expert Advisor, unser Konto an. Also wenn ich jetzt hier einen Expert Advisor auf dem Chart ziehe, so wie ich jetzt hier gemacht habe, ist hier drauf, und wenn ich hier oben noch den Algo-Handel aktiviere, dann hat dieses Handelssystem volle Kontrolle über unser Trading-Konto. Also es kann kein Geld auszahlen, ist das natürlich nicht, aber er könnte theoretisch so programmiert sein, dass er heute Nacht oder morgen früh um 1:30 Uhr mein Konto gegen die Wand fährt. Da könnte eine Logik programmiert sein, dass er alle 5 Minuten oder alle 5 Sekunden eine Position aufmacht, zumacht und er das so lange macht, bis unser Konto geschrottet ist. Wir würden aufstehen und uns denken, wo ist unser Geld hin? Das muss uns immer bewusst sein. Da gibt es draußen leider viele schwarze Schafe, die nicht so extrem unterwegs sind mit solchen Logiken, aber nicht so weit entfernt. Und deswegen sollten wir uns immer ganz genau überlegen, was wir für Systeme auf unser Konto aktivieren. Und da will ich gar nicht sagen, dass wir mit AgroCamp das einzige Unternehmen sind, dem man trauen darf in dem Bereich. Aber wir sollten uns immer ganz genau anschauen, wo kommt eigentlich der Verkäufer oder wo kommen die Verkäufer oder Vermieter her? Jetzt haben die überhaupt ein Impressum? Sind sie greifbar? Also sind sie in Deutschland oder sitzen sie in Dubai oder in Zypern oder sonst wo versteckt? Das ist immer ganz, ganz wichtig. Nicht vergessen, da können wir alles mit programmiert haben. Wir können da auch programmiert haben, dass der
Ja, dass er einfach wartet, bis wir schlafen sind und dann legt das System los. Es kann auch ein zeitgesteuert sein, es kann aus der Ferne gesteuert sein. Ganz, ganz wichtig. Das ist so, ja, man lässt auch nicht jeden in seine Wohnung rein. Also auf dem Konto sollten wir genauso agieren. Wir sollten nicht jeden Schrott, den wir irgendwo im Internet finden, auf unserem Konto aktivieren. Wenn wir nicht in den Quellcode reingucken, das können wir in der Regel nicht, weil es ja eine relativ ja, geheime Sache ist, wenn die Strategie dahinter gut ist, dann kann es ganz schnell gefährlich werden. Leider ganz oft gesehen bei einigen Kunden, die zum Teil auch mehrere tausend Euro für dieses Thema ausgegeben haben und einfach da sich so ein Maschinengewehr auf dem Konto geladen haben. Ganz gefährlich, nicht vergessen, das Geld, was auf dem Trading-Konto ist, haben wir irgendwann uns ja mal hart erarbeitet oder ererbt, wie auch immer, aber dennoch sollten wir das nicht so schrotten. Gut, gehen wir zum sechsten Punkt, der fehlende Trading-Server. Das ist für viele wahrscheinlich noch ein neuer Punkt. Trading-Server, was ist damit gemeint? Der Vorteil vom Algo-Trading ist ja, dass er rund um die Uhr läuft. Also ob wir schlafen sind, arbeiten sind, die Sonne genießen oder was auch immer machen, das Handelssystem ist ja immer aktiv. Gerade der Devisenmarkt ist ja auch rund um die Uhr auf, macht Sonntag um 23 Uhr auf, am Freitag um 23 Uhr wieder zu. Und wir können durchgehend handeln bzw. handeln lassen vom Roboter. Und das geht natürlich nicht, wenn wir das Ganze auf dem Computer bei uns zu Hause laufen lassen. Also wenn ich jetzt auf meinem Notebook den MetaTrader installiere und ich erst um 7:30 aufstehe oder schon um 7:30, je nachdem, dann den MetaTrader starte und dann um 18 Uhr den Computer ausmache und den MetaTrader auch somit ausmache, dann kann der Roboter gar nicht seine volle Energie entfalten, wenn ich so nennen kann. Er kann gar nicht den Markt rund um die Uhr handeln. Das ist ein großes Problem, wenn wir das nicht auf den Trading-Server packen. Ein Trading-Server, das sehen wir hier auch, das ist quasi ein Computer, der in einer professionellen Umgebung steht, der rund um die Uhr an ist. Wir sehen sie hier zum Beispiel auch. Ich selbst arbeite ja auf dem Mac. Ich habe gar kein Windows. Klar kann ich den MetaTrader auch auf dem Mac installieren, aber wir sehen da hier, es ist ein Windows-Fenster vom Menü her. Und ich habe hier quasi eine Verbindung zu einem Server, also einem Computer, der im Rechenzentrum steht, hergestellt und da läuft der MetaTrader. Und wenn ich jetzt die Verbindung zu diesem Server zumache oder meinen Mac ausschalte, mein Notebook zuklappe, dann läuft der MetaTrader trotzdem. Hat den Vorteil, zwingend notwendig eigentlich, er handelt dann auch, wenn mein Computer aus ist, also somit auch rund um die Uhr, wenn ich schlafe, wenn ich arbeite bin, wenn ich zu Hause keinen Strom oder Internet habe, das ist ganz wichtig. Denn wenn wir das nicht haben, kann es auch sein, dass unser System nicht profitabel ist. Aber bei unserem Kollegen, Freund, Bekannten, der das Ganze auf dem Trading-Server laufen lässt, ist es profitabel, weil er zum Beispiel die ganzen Trades in der Nacht mitmacht. Da liegen beispielsweise jetzt in der aktuellen Phase einfach die großen Gewinner zum Beispiel. Trading-Server, da darf man immer nicht sparen. Wo sind wir da beim Trading-Server, bei so einem kleinen Trading-Server? Wir von AlgoCamp vermieten die für knapp 20 Euro im Monat. Ich weiß, da sind einige immer, die sagen, na, das möchte ich lieber sparen. Völlig verständlich. Möchten da keine großen Fixkosten im Monat haben. Aber auf der anderen Seite sollten wir uns mal fragen, was wir eigentlich so still und heimlich in unserer Kammer manchmal auf dem Trading-Konto verzocken, wenn keiner guckt. Und das ist im Verhältnis her, sind das gar keine Kosten. Ich meine, hier geht es um Trades, die in der Nacht nicht mitgemacht werden können oder nicht mitgemacht werden können, wenn wir zu Hause Probleme haben, Strom, Internet, was auch immer, je nachdem, wo wir wohnen, sollten wir nicht darauf verzichten. Selbst wir nutzen es, obwohl wir uns im Büro eine Geschäftsleitung haben, wo es nochmal eine höhere Verfügbarkeit gibt. Selbst wir lassen alles auf Servern laufen, weil es einfach die beste Möglichkeit ist. Selbst wenn hier das Büro abbrennt, wir hier kein Internet haben oder irgendwie eine Stromleitung weggebaggert wird, die Systeme laufen weiter. Und das ist ganz wichtig. Da sollten wir nicht sparen. Dann sollte man lieber still und heimlich nicht mehr so zu viel verzocken und es lieber in die Server investieren. Siebter Punkt. Ich habe es hier genannt, Routine und Kontrolle. Das heißt, was ist ein weiterer Punkt, wieso viele Trader mit profitablen Systemen Geld verlieren? Die Kontrolle, die Routine, die fehlt. Ich weiß,
Je nachdem, wie wir unterwegs sind, es gibt einige Trailer, die sagen, wow, super, ich installiere das gerne und ich schaue da gerne drauf. Und manche sind wirklich den ganzen Tag drauf und gucken immer hier auf den Server, was die Systeme machen. Und wenn sie vorbildlich sind, dann greifen sie da auch nicht ein. Wenn nicht, dann greifen sie mal ein. Aber ich würde sagen, der überwiegende Teil, der findet das total interessant und guckt da gerne drauf. Gehöre ich auch zur Kategorie. Ich finde es nach wie vor immer interessant oder schön zu sehen, wenn die Roboter agieren. Ja, man muss nicht drauf gucken, aber man macht es. Und dann gibt es, ich würde sagen, die Minderheit der Trader, die sagt, boah, ich muss das installieren, aber das ist auch das Maximum, was ich machen möchte. Und danach möchte ich das Ding wieder schließen und gar nicht drauf gucken und nichts mehr von hören. Ende des Jahres möchte ich mir mein Geld auszahlen und dann ist gut. Ist auch eine Möglichkeit, auch völlig verständlich, je nachdem, wie wir da unterwegs sind. Aber es ist ein großer Fehler, wenn wir das Ganze einmalig einrichten, installieren und dann nie mehr raufgucken. Weil es kann immer was sein. Der MetaTrader kann ein Update haben. Der MetaTrader kann abstürzen. Der Server kann abstürzen. Es kann ein Update geben. Und wir müssen uns danach neu einloggen mit unserem Konto. Wir haben vielleicht woanders unser MetaTrader-Passwort geändert und haben vergessen, das hier zu aktualisieren. Die Verbindung zum Server kann getrennt sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo es Probleme geben könnte. Und das Ärgerlichste, und das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich, weil da relativ viel Geld einfach verschenkt wird, ist, wenn wir beispielsweise jetzt das System hier im Februar gekauft haben, aktiviert haben, Konto aufgeladen haben und dann gucken wir jetzt am Ende Juni rauf und merken so, oh, im März hat der MetaTrader die Verbindung verloren. Und er hat jetzt monatelang nicht gehandelt. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Passiert zum Glück nicht so oft, weil der MetaTrader an sich relativ stabil ist, aber es kommt immer mal wieder vor. Wir kennen es von zu Hause, egal, die besten Systeme der Welt, alles stürzt irgendwie wo mal ab und hat Probleme. Und deswegen sollten wir dennoch immer mal wieder raufgucken. Wenn wir wirklich sagen, ich habe gar keine Lust drauf, dann können wir natürlich auch sagen, ich gucke einmal die Woche oder alle 2 Wochen rauf. Aber uns sollte immer bewusst sein, je geringer ich raufgucke, desto höher kann der Zeitrahmen sein, in dem ein Problem aktiv ist, sage ich mal. Also wenn ich jetzt raufgucke um 18:37 Uhr, es ist alles wunderbar und heute Abend um 20 Uhr gibt es ein Problem, mein Konto hat sich ausgeloggt und ich gucke erst wieder im August drauf, naja, dann muss mir klar sein, dass eventuell auch mal einen Monat lang nicht gehandelt wird. Natürlich ist es schöner, täglich oder wöchentlich, aber mal kurz raufzugucken. Ist das Konto eingeloggt? Sehe ich noch meinen Kontostand? Lächelt das Smiley noch? Ist die Verbindung zum Broker noch da? Alles super. Kann ich wieder schließen, weiter geht's. Eigentlich relativ, ja, relativ wenig Aufwand, den wir hier für die Kontrolle haben. Was habe ich noch? Den achten Punkt. Da geht es ein bisschen um das Thema Backtesting. Also ein weiterer Punkt, wieso viele Trader Geld verlieren mit dem Algo Trading ist, wie nenne ich es relativ einfach? Die Differenz zwischen der Demo und der Live-Welt. Jedes Handelssystem, was wir haben, ob wir es kaufen, programmieren lassen, finden, geschenkt bekommen, wie auch immer, spielt gar keine Rolle. Muss ja irgendwann mal getestet worden sein. Also wir programmieren ja nichts und sagen, super, ich glaube, das funktioniert, nämlich live, sondern wir haben ja einen MetaTrader 4 und auch im MetaTrader 5, den Backtester oder Strategietester. Und da können wir ja jede Strategie, die wir haben, einfach mal backtesten. Also wir können sagen, lieber MetaTrader, wie würde diese Strategie laufen, wenn ich sie schon 2010 gestartet hätte und sie bis zum 01.01.2020 laufen würde? Zeige mir es genau an. Das können wir mit dem Strategietester machen, das ist der sogenannte Backtest. Und dann bekommen wir eine Zahl raus. Klar, erstmal die Frage, sind wir überhaupt profitabel damit oder macht das nur Verluste? Weitere Frage, wie groß ist das Risiko? Wie groß sind die Drawdowns? Also wir haben schon viele Kennzahlen, die wir daraus gewinnen können. Aber auch hier gibt es den Punkt, der Backtest kann profitabel sein. Risiko nicht so groß, das Verhältnis zur Rendite perfekt, alles wunderbar. Und im Live-Trading werden wir Geld verlieren. Gibt es tausend Gründe für, gar keine Frage. Da haben wir aber auch schon das ein oder andere Webinar dazu gemacht. Da müsste es auch die Aufzeichnung geben hier auf dem YouTube-Kanal von FXWett.
Aber ohne ins, zu sehr ins Detail gehen, weil er so Thema Programmierung, Backtesting, historische Daten ist, ist aber folgendes, dass wir hier im Backtester historische Daten nehmen. Also es geht ja nicht anders. Wir müssen da Daten, alte Daten nehmen, quasi vom 1.1.2005 und 2006 und so weiter. Und die Daten verarbeiten wir. Haben einen Test, der sieht profitabel aus. Wir lassen es jetzt live laufen und es ist nicht mehr profitabel. Wir testen an diesem Live-Trading-Zeitraum, da ist er dann profitabel. Also beispielsweise letzte Woche habe ich ein System live genommen. Jetzt heute nach einer Woche teste ich diesen Zeitraum nochmal zurück, also führe den Backtest durch. Im Backtest ist diese Woche, die letzte Woche profitabel, aber im Live-Trading war sie das nicht. Wieso? Klar, entweder haben wir, ich sag mal, einen betrügerischen EE gekauft, das kann man auch ja, programmieren oder beeinflussen, dass es zum Teil so aussieht. Oder aber wir haben hier die Differenz unterschätzt, was Demo und Live-Trading angeht. Ganz oft passiert es zum Beispiel auch, dass wir einen Backtest durchführen und da haben wir Renditen oder durchschnittlich machen wir pro Trades im Euro-Dollar. Nehmen wir einfach mal 0,7 Pips. Das heißt, wir nehmen alle Trades zusammen und im Schnitt machen wir einen Gewinn von 0,7 Pips im Backtest. Wir machen davon 500, 600 Trades, haben wir gut 300, 400 Pips Gewinn gemacht. Perfekt, super Rendite. Und dann läuft es, lassen wir es im Live laufen und machen dann nur Verluste. Wieso? Weil Demo einfach immer noch was anderes ist als Live-Trading. Im Demo haben wir jetzt zum Beispiel 0,7 Pips gemacht. Im Live-Trading dürfen wir nicht vergessen, haben wir eine Slippage. Wir haben leicht unterschiedliche Preise. Wir haben vielleicht mal kurze Störungen. Wir haben Berechnungszeitpunkte, wo der EA an sich berechnet. Und 0,7 Pips im Durchschnitt beispielsweise sind nicht viel. Ja, da reicht es, dass das Spread kurz mal größer wird. Da reicht es, dass wir eine halbe Sekunde später ausführen. Das ist zum Beispiel ein Problem. Das heißt, wie wir so ein bisschen immer die Qualität von Systemen filtern, ist, dass wir sagen, je größer der durchschnittliche Gewinn pro Trade im Backtest ist, desto robuster ist das System fürs Live-Trading. Das heißt, wenn ich im Backtest durchschnittlich im Euro-Dollar 4,5 Pips mache, dann habe ich oder hätte ich persönlich gar keine Angst, dass ich im Live-Trading mir das System kaputt mache, weil ich eine Slippage bekomme, weil das Spread zu hoch ist. Da kann ich sagen, mir egal, lieber Broker, schnappt ihr einen Pip für den ganzen Pip für den Spread und wo auch immer ihr hingeht, schnappt ihr noch einen Pip für die Slippage. Gar kein Problem. Dann bleiben wir immer noch 2,5 Pips durchschnittlich über. Gar kein Problem. Aber das muss uns mal bewusst sein. Die Backtests sind keine Garantie für die Zukunft. Ein Backtest ist immer nur ein Was wäre, wenn? Wir müssen aber irgendwie herausfinden, ob wir jetzt ein System laufen lassen oder nicht. Dafür brauchen wir immer die Backtests. Wir müssen wissen, was kann uns erwarten. Und wir machen es beispielsweise so, dass wir die Backtests immer als Richtlinie nehmen. Ich sage also, das System XYZ hat in den letzten 10, 15 Jahren eine durchschnittliche Rendite erzielt pro Jahr von 15%. Die größte maximale Verlustserie, also der Drawdown, war zum Beispiel 20%. Und mit diesen Kennzahlen, da gibt es noch viele weitere Kennzahlen, aber das sind so die größten Kennzahlen, gehe ich jetzt heran und sage, okay, das ist mein Rahmen. Also ich muss schon mal mindestens diese Zahlen aus der Vergangenheit für die Zukunft als Rahmen nehmen. Also wenn ich in den letzten 15 Jahren einen Drawdown von, nehmen wir jetzt 20% hatte, dann muss ich auch mindestens 20% in der Zukunft als Drawdown erwarten. Ich kann ja nicht herangehen und sagen, naja, jetzt kommt hier der Oberkönig an Trader an und wenn ich jetzt mit dem System starte, da kommt der Drawdown aus der Vergangenheit nicht drauf zu. Nein, der wird jetzt maximal 5% sein. Das können wir nicht, das geht nicht. Wir müssen schon mindestens erwarten, dass der so vorkommt. Wir von AlgoCamp machen es immer so, dass wir sagen, wir nehmen den Drawdown aus der Vergangenheit mal 2 und rechnen damit. Das heißt, ich stelle mein Volumen so ein, dass ich den doppelten Drawdown überleben kann, dass ich danach immer noch Geld habe, um weiter zu traden und ich generell noch ein Konto habe zu dem Zeitpunkt und es nicht schon längst geschrottet ist auf dem Weg.
Und das ist genauso mit der Rendite. Wenn ich also sage, ich habe durchschnittlich in den letzten 15 Jahren 15% im Jahr Rendite erzielt, dann muss ich jetzt nicht genau, dann heißt es nicht, ich mache jetzt jedes Jahr 15,0, 15,0%, sondern es das heißt mal, ich mache ein Jahr minus 15%, im nächsten Jahr 30%. Das ist ein Durchschnittswert. Das ist ganz wichtig. Und es ist nochmals, weil es wirklich wichtig ist, keine Garantie, sondern es sind Richtlinien. Und die brauchen wir einfach, um überhaupt damit an den Start zu gehen. Es kann wirklich rein theoretisch sein, dass wir das System entwickelt haben. Alle Kennzahlen sind stimmig. Es hat 20 Jahre funktioniert. Und von heute auf morgen kann das System nicht mehr funktionieren, weil plötzlich der Vorteil am Markt nicht mehr da ist. Kann theoretisch passieren. In der Praxis ist es uns noch nie so vorgekommen, dass es von heute auf morgen weggeht. Aber nehmen wir einfach mal ein praktisches Beispiel dafür. Wir haben ein System entwickelt für die, und da treffe ich hoffentlich keine wunden Stellen, ein System entwickelt für die Wirecard. Lief die letzten Jahre immer profitabel. Hat wunderbar funktioniert. Wir sind vor 2 Wochen mit der Entwicklung fertig geworden. Der Backtest perfekt. Alle Kennzahlen super. Perfekt programmiert. Wir lassen es jetzt laufen. Haben viel Geld draufgepackt. Es geht los. Und ja, plötzlich ist die Aktie quasi nicht mehr, ja, nicht mehr existent, will ich nicht sagen. Aber die Grundlage für das System ist plötzlich weg. Wir haben da quasi fast schon einen Penny Stock. Und dann kann es Das ist natürlich ein extremes Beispiel, aber dann kann es zum Beispiel sein, dass das System, was wir für diese Aktie entwickelt haben, von heute auf morgen nicht mehr funktioniert. Deswegen machen wir es zum Beispiel so, dass wir prinzipiell immer nur Systeme entwickeln oder Strategien entwickeln für große Märkte, beispielsweise den Euro-Dollar oder den DAX. Da weiß ich, der Euro-Dollar wird von heute auf morgen nicht vom Markt verschwinden. Also natürlich gibt es einige Theorien, die das deren glauben, auch völlig in Ordnung, aber relativ unwahrscheinlich. Ich glaube auch nicht, dass plötzlich in 2 Wochen der DAX nicht mehr existiert, dass es den Index nicht mehr gibt, dass wir kein CFD mehr drauf haben. Relativ unwahrscheinlich, klar, theoretisch möglich. Das ist so eine Herangehensweise von uns zum Beispiel, vielleicht auch für Sie interessant, dass wir sagen, wir gehen nicht auf einzelne Werte und machen uns nicht abhängig. Also ich entwickle nicht ein Jahr lang ein System für eine Aktie, wo die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass diese Aktie plötzlich nicht mehr da ist, wie jetzt im Beispiel Wirecard. Gibt es in der Vergangenheit ja auch einige andere Aktien, die ähnlich so gelaufen sind. Das ist halt so ein großes Problem, aber auch ein großes und schwieriges Thema, Differenz-Backtest und Live-Trading. Deswegen, um es kurz zu fassen, ein Backtest ist nie eine Garantie für zukünftige Entwicklungen, sondern es soll immer nur ein Rahmen sein. Wir müssen ja wissen, wir können ja nicht im Schwarzen herumlaufen und hoffen, dass wir da irgendwie die Kanten und Ziele finden und den Weg finden, sondern wir brauchen also ein bisschen den Rahmen, was uns erwartet. Und dafür ist ein Backtest einfach die perfekte Möglichkeit, um da heranzugehen. Ja, und das waren auch schon die 8 Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Das waren so die 8 größten Punkte. Wie gesagt, es gibt da fast schon unendlich viele weitere Punkte, wo da die Probleme lauern, wo die Gründe sind, wieso wir Geld im Algo-Trading verlieren. Aber das sind wirklich die größten Punkte. Und wenn wir nochmal so durchgehen, ich gehe jetzt einmal die Punkte kurz und knapp nochmal durch, was wir hier haben. Zu hohe Erwartung. Wir stellen zu hohes Volumen ein, weil vielleicht mal eine kurze Phase gut lief. Wir greifen ständig manuell ein. Wir wechseln den EA von heute auf morgen, dann übermorgen den. Wir nutzen Martingale-Systeme oder Handelssysteme aus irgendwelchen unseriösen, anonymen Quellen. Wir lassen es nicht auf dem Server laufen, sondern zu Hause, auf dem Notebook oder wie auch immer. Wir gucken nie rauf, wir lassen es einfach laufen und schauen alle 1, 2 Quartale mal drauf. Wir überschätzen den Backtest. Das sind eigentlich relativ simple Punkte, möchte ich mal so meinen. Also wahrscheinlich gibt es jetzt vielleicht 1 oder 2 Punkte, wo man sich vielleicht sagt, wow, okay, daran hätte ich jetzt nicht gedacht. Wahrscheinlich der Backtest-Punkt. Aber prinzipiell sind es relativ einfache Punkte. Aber dennoch sind das wirklich die Punkte, wo ich sage, wenn Sie da draußen all diese Punkte berücksichtigen und jetzt ein eigenes System haben, eins programmieren, eins kaufen, mieten, wie auch immer, wenn Sie jetzt mit dem Algo-Trading anfangen und diese Punkte berücksichtigen, dann gehören Sie schon mal zu der Minderheit und sind auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Weil wenn Sie nichts falsch machen, kein zu hohes Volumen einstellen, dann werden Sie auch Spaß haben mit dem Algo-Trading, weil da Ihr Konto nicht von heute auf morgen verbrannt wird, weil Sie zu hohes Volumen haben.
Sie wissen, was Sie für Erwartungen haben. Sie werden nicht enttäuscht, weil das System nur 20% im Jahr macht, anstatt 200% die Woche, wie erwartet. Das sind wirklich so die größten Punkte. Wird ja sehr wahrscheinlich, das heißt ja wahrscheinlich garantiert, auch die Aufzeichnung wieder geben auf dem YouTube-Kanal von AdvxWorld. Da lohnt es sich wirklich, wenn Sie also vielleicht jetzt noch gar nicht an dem Punkt sind, sondern erst in ein, zwei Monaten, wo Sie sagen, jetzt starte ich auch mit dem Algo-Trading, lohnt es sich auf jeden Fall nochmal die Aufzeichnung anzugucken und nochmal die Punkte durchgehen und sich zu sagen, okay, ich merke gerade, das System läuft gerade ganz gut und eigentlich würde ich das Volumen ja gerade anheben, weil jetzt 2 Wochen lief es extrem gut und wenn ich jetzt das Volumen anhebe, würde es doch besser laufen. Unbedingt noch mal dieses Video ansehen und verstehen, wieso es ein großer, ja, Fehler ist. Genauso mit den allen anderen Punkten immer wieder zu empfehlen, denn bei uns, der Support zum Beispiel von AlgoCamp, das sind so die klassischen Fragen. Ich glaube, alle, die bei uns im Support sitzen, und die Fragen von den Tradern beantworten. Wer diese 8 Punkte kennt, der kann nahezu alle Support-Anfragen von uns beantworten, weil es immer wieder aufkommt. Immer wieder gibt es in diesen Bereichen die Probleme. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, dass wir hier mit AdvxWorld zusammen das Webinar veranstalten und einfach mal die Punkte durchgehen, um das ein bisschen prophylaktisch schon mal aus der Welt zu schaffen, diese Problematiken, damit Sie nicht unnötigerweise, obwohl Sie ein profitables System haben, Ihr Geld dann auch verlieren. So, ich habe gerade immer oder die ganze Zeit eigentlich schon in mein Auge auf die Fragebox. Bisher haben wir hier noch nichts. Wir haben noch ein paar Minuten. Von daher nutzen Sie gerne die Zeit und schauen einfach mal, ob da Fragen offen gekommen sind. Dann können wir sie gleich noch beantworten. In der Zeit nutze ich in 7 Minuten. Gehen wir mal auf unsere Webseite von AlgoCamp. Kennen uns ja wahrscheinlich schon, sonst sind Sie ja nicht in das Webinar heute gerutscht. Wir sind schon seit jahrelang Partner von AdvxWorld. Und haben uns ja auf das Thema spezialisiert, wo wir heute unterwegs sind, Algo-Trading. Und wir von AlgoCamp haben selbst auch Handelssysteme im Angebot, natürlich, wie sollte es auch anders sein. Wenn Sie also interessiert sind generell an das Thema oder schon mal sich verbrannt haben in den Themen und mal es nochmal probieren möchten, was anderes probieren möchten, dann empfehle ich Ihnen auf jeden Fall mal einen Blick bei uns. Wir haben hier algo-camp.de, ist auch bei FXWorld verlinkt. Zum Beispiel auf der Seite Handelssysteme gibt es 3, 4 fertige Handelssysteme, können Sie sich ganz in Ruhe mal ansehen, mal schauen, passt das vielleicht zu Ihnen in Verbindung mit den 8 Punkten, die wir heute gelernt haben, da sind Sie da schon mal auf der richtigen Seite und da können Sie sich das Ganze mal anschauen, ob das vielleicht was für Sie ist, um zu sagen, okay, ich weiß, wo die Fehler liegen und ich habe jetzt eine Quelle gefunden für Handelssysteme, dann kann ich Ihnen hier den Blick auf jeden Fall empfehlen. Alles relativ detailliert auch aufgeschrieben von den Kennzahlen her, von den Auswertungen her. Also alles, was ich gerade gepredigt habe, wird auch gelebt. Und da gibt es auch alle Zahlen, die Sie benötigen. Und ja, schauen Sie gerne mal drauf. Eine neue Sache habe ich auch noch. Ich habe das erste Mal, was ich im Webinar präsentieren darf. Und zwar ist das mein eigener Podcast. Den gibt es jetzt seit 1,5 Wochen im Börsenbeat. Wer so interessiert ist an das Thema generell, an Trading, an Algo-Trading, so also ein bisschen die Insights haben möchte, auch aus meiner Zeit aus der Vermögensverwaltung, aus der heutigen Zeit, wie ich heute an der Börse unterwegs bin, Strategien, Investments und so weiter, so alle Themen, die eigentlich relativ interessant sind für uns als Liebhaber der Börse, ja, lade ich Sie natürlich gerne herzlich ein zum kostenlosen Podcast Börsenbeat, aktuell gelistet bei Spotify, bei Google Podcasts und natürlich auch im iTunes Podcast von Apple. Ich poste gerne den Link hier nochmal in den Chat rein an alle und dann können Sie den nochmal in Ruhe anhören. Perfekt, so sollte jetzt jeder gesehen haben. So, dann schaue ich nochmal in die Fragebox rein, ob wir hier noch was bekommen haben, aber scheint so, als ob alle Fragen geklärt sind. Dann habe ich heute mal alles richtig gemacht, oder? Nelson, was sagst du? Alles verständlich. Und wenn doch noch Fragen jetzt im Nachhinein dann aufkommen, dann gerne uns eine E-Mail schicken an service@fxflat.com oder direkt auf der Webseite von AlgoCamp David und das Team kontaktieren. Und dann können wir das natürlich im Nachgang entsprechend noch beantworten. Kein Problem. Und ja, ansonsten würde ich sagen, dann können wir das Webinar jetzt beenden. Aufzeichnung ist gelaufen, sollte dann im Laufe der Woche dann auch online kommen.
Vielen Dank an alle Super. Teilnehmer, vielen Dank an David für das Webinar heute und ich wünsche noch einen schönen Abend. David weiß, was jetzt kommt. Natürlich passen Sie auf Ihre Positionen auf und ich würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind und gibt David das gerne das Schlusswort. Bis dann. Vielen Dank für deine tolle Abmoderation. Ja, vielen Dank auch von mir an alle Teilnehmer. Danke, Nelson, dass wir wieder gemeinsam das Webinar durchgeführt haben. Freut mich, dass wieder so viele dabei waren bei dem spannenden Thema oder meiner Leidenschaft im Algo-Trading. Und ja, wie gesagt, wenn Fragen offen sind, einfach an FXWeb melden, erwenden oder direkt uns von AlgoCamp schreiben. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Webinar wiedersehen würden. Und ja, wünsche Ihnen bis dahin einen schönen Abend und erfolgreiche Trades. Bis dann. Ciao.